Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In den nächsten Tagen beginnen die besten Tage des Jahres. Tage, über die der Prophet alaihi salatu wasalam sagte, dass keine Taten Allah subhanahu wa ta'ala lieber sind, als die Taten, die innerhalb dieser ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah vollzogen werden. Und diese Aussage hielt der Prophet alaihi salatu wasalam allgemein. Das heißt, er beschränkte dies nicht auf das Fasten, auf das Beten oder auf das Streben nach dem Wissen, sondern er hielt diese Taten allgemein. Das heißt, innerhalb dieser ersten 10 Tage sollte man versuchen, so viele gute Taten wie möglich zu vollziehen. Völlig egal, was es ist. Wenn eine Person beispielsweise sehr stark ist im Streben nach dem Wissen, dann sollte sie in diesen Tagen vermehrt nach dem Wissen streben. Wenn eine Person beispielsweise sehr stark im Verrichten von freiwilligen Gebeten ist, dann sollte sie auch dies vermehrt in diesen Tagen vollziehen. Einige Sachen sind überliefert, welche Tat man vor allem an diesen Tagen verrichten sollte. Und das ist zum einen das Gedenken von Allah subhanahu wa ta'ala, wie es auch Allah subhanahu wa ta'ala selbst im Koran erwähnt. Ja, dass man an diesen ersten 10 Tagen Allah subhanahu wa ta'ala vermehrt gedenken soll. Und ebenso sollte man den Tag von Arafah fasten. Denn hierzu sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, dass das Fasten an diesem Tag die Sünden von 2 Jahren auslöscht. Die Sünden des vergangenen Jahres sowie auch die Sünden des kommenden Jahres. Hinsichtlich den anderen Tagen innerhalb dieser ersten 10 Tage, so ist nicht überliefert, also natürlich der 10. Tag ist der Tag vom Eid, dort ist es verboten zu fasten, aber an den anderen Tagen gibt es keine Überlieferung oder von den anderen Tagen gibt es keine Überlieferung, dass der Prophet ﷺ diese Tage gefastet hat. Das negiert aber nicht den Vorzug. Das negiert nicht den Vorzug des Fastens. Denn wie bereits besprochen, hat der Prophet ﷺ die Taten allgemein gehalten und natürlich das Fasten ist eine der besten gottesdienstlichen Handlungen. Eine weitere sehr wichtige und interessante Sache: Nach dem Monat des Ramadan haben viele die 6 Tage von Shawwal gefastet. Aufgrund des Hadith vom Propheten ﷺ, in welchem er sagte, wer den Ramadan sozusagen fastet und daraufhin 6 Tage von Shawwal folgen lässt, so ist es so, als ob diese Person das gesamte Jahr gefastet hätte. Das Offensichtlichere ist jedoch, dass der Prophet ﷺ nicht den Monat Shawwal erwähnte und das Fasten abhängig machte von diesem Monat. Das heißt, man erhält nur diesen Lohn, wenn man in diesem Monat fastet, sondern der Prophet ﷺ wollte die Muslime sozusagen dazu motivieren, so schnell wie möglich zu fasten. Und der Monat Shawwal kommt nach dem Monat Ramadan und deswegen erwähnte der Prophet ﷺ hier diesen Monat Shawwal. Was wir aber daraus ziehen können, ist, dass man diese 6 Tage von Shawwal auch nach dem Monat Shawwal fasten kann. Ja? Beispielsweise jetzt in diesen 10 Tagen kann man diese Chance nutzen und diese 6 Tage von Shawwal, wenn man sie noch nicht gefastet hat, dann kann man sie jetzt immer noch fasten und erhält auch trotzdem den Lohn aus dem Hadith des Propheten alaihi salatu wassalam, dass es so ist, als ob man das gesamte Jahr gefastet hätte.